Hi. So, nach gefühlt 2 Stunden Autofahrt sind wir endlich angekommen. Wir müssten hier jetzt erstmal noch ein bisschen rumlaufen, um einen passenden Eingang zu finden. Micha in Action schon hier. Endlich mal kein Auto fahren, kein Stau. Genau, gut. Haben wir das hier gefunden? Die könnt ihr bestimmt alle jetzt gut sehen. Ja. So, natürlich abgezäunt. Wir könnten raufgehen, aber wir respektieren das Schild. Ne? So, jetzt seht ihr mal hier von außen. Eins von den 20 Gebäuden, die hier stehen. Also da hinten stehen noch mehr. Hier steht noch mehr. In eins gehen wir jetzt doch mal kurz rein, um euch zu zeigen, wie es halt hier drin aussieht und sich das halt von Etage zu Etage eigentlich wiederholt. Also wenn wir die alle 20 abklappern würden, dann würde es ein bisschen monoton für euch sein. Ne? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen euch ja historische Bilder und Videomaterialien zeigen. Deswegen gehen wir an den einen hier mal schnell rein, wenn wir rinkommen. Also hier sieht es schon manch danach aus. Ein bisschen respektvoller, bitte, ne? Micha hat einen Eingang gefunden. Aber nichts für kleine Menschen, so wie mich gemacht, weil... Nicht perfekt. Für mich ja perfekt, weil er hat... Ich springe. Eigentlich wollten wir euch gerade mal ein bisschen die... Ach ne, kann mich ja zu euch drehen, ne? So, jetzt. Eigentlich wollten wir euch gerade das Hauptgebäude hier mal zeigen. Aber wir haben hier doch noch ein großes Stück Geschichte gefunden. Micha fotografiert das auf jeden Fall, so gut wie es geht. Ja, aber so wie ich Micha kenne, macht er eh und eh wieder gute Fotos. So, also ich fühle mich hier gerade wie im Feriencamp, sage ich euch so wie es ist, weil die Baracken hier sehen aus wie damals im Feriencamp. Oh, meine Linse. Sieht man dich trotzdem? Ja. Micha, ich nehme schon oft, das ist ja das Problem. Jetzt nochmal. Also Micha hat gerade, weil ich ja zu schnell weg war, was gelesen. Dann der Micha, 136 Wohnquartiere. Ja, 136 Wohnquartiere, genau. Das stand doch wie auf dem Schild da vorne. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht hier. So, liebe Leute, war für uns beide ein bisschen Geschichte wieder. Wir haben gerade welche gesehen gehabt, was uns jetzt nicht so ein bisschen heuer war. Deswegen sehen wir zu, dass wir hier wegkommen.